Ja, liebe Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Sims 3 Projekt, meinem Let's Play. Endlich wird wieder was aufgenommen und ja, ihr habt ja im Let's Create gesehen, das letzte Mal, dass ich ein Pet created habe. Das ist unsere Katze Chichi Stone. Die möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie die jetzt in real aussieht. Total goldig. Ich finde das so genial, seht ihr das? Also total putzig. Die sieht eigentlich, muss ich sagen, schon sehr ähnlich meiner echten Katze aus. Die ist auch dreifarbig. Nur meine echte Katze hat ziemlich lange Haare. Das kann man bei Sims irgendwie nicht so richtig machen. Das ist eher wie ein dickes Pelz. Und es ist ja auch jetzt noch ein Baby. Dann sieht das noch goldiger aus. Aber die ist total süß, die Katze. Und ja, ich bin froh, dass ich die Katze umgestalten konnte, also dass ich ihr Fell und alles verändern konnte, weil da gab es nämlich zuerst Probleme. Ich hatte ja das Tier adoptiert und da ist das Problem einfach, dass es nicht möglich ist, irgendwie die Fellfarbe und so zu ändern. So, aber es geht jetzt, habe ich herausgefunden, mit Hilfe eines Cheats, den ich eingegeben habe, konnte ich dann, ja, das Fell und alles ändern. Deswegen habe ich jetzt den Cheat benutzt. Ich denke mal, das ist okay. Deswegen ist jetzt auch hier keine graue Katze mehr, wie sie am Anfang war, sondern eben die benutzerdefinierte, selbstgebastelte kleine Chichi, die wo gerade aus dem Napf ist und alles leer gegessen hat, diese Geierin. Da muss man ja hier wieder gleich vollfüllen, weil sonst meckert sie. Ja, die soll das dann mal machen, die China, weil sonst fällt die Katze aus allen Knochen sozusagen. Und ja, ihr wisst schon, das macht sie gerade ihr Geschäft in der Hightech-Anlage. Ja, ich wollte euch jetzt nur mal kurz zeigen, mit Hilfe wessen Cheat es oder ja, das funktioniert hat. Und zwar kann man, wer es noch nicht weiß, ich erkläre es jetzt einfach mal, ist ja auch völlig egal, kann man den Cheat eingeben im Chatfenster. Das macht man, indem man Steuerung, Shift und C drückt. Dann seht ihr, wird das Bild dunkel und man kann oben irgendwas reinschreiben. Also ich mache jetzt irgendwie so einen Scheiß, zum Beispiel, also ihr seht links oben Hallo zum Beispiel. So, und dann, damit ihr zum Beispiel Tiere, die adoptiert sind, verändern könnt, müsst ihr Testing Cheats enabled eingeben und dann noch True. Und dann geht ihr auf Eingabe, also Enter, und dann ist es ja, dann ist es eingegeben, der Cheat. So, ich habe es jetzt wieder weggemacht und dann könnt ihr nämlich, wenn ihr den Cheat eingegeben habt, könnt ihr mit der rechten Maustaste, nee, mit der linken Maustaste auf die Katze klicken und dann steht irgendwie was von Haushalt-Sims erstellen, blablabla, bla bla, dann könnt ihr das ändern. Und ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil ich meine, sonst hätte ich jetzt nochmal die ganze Katze neu machen müssen und ich hätte hier ihre Fähigkeiten und die Beziehungen, okay, ist noch nicht so ausgereift, aber trotzdem, es wäre halt dann weg gewesen. So, was machen denn unsere beiden? Ah, sie kann natürlich ihr Gemälde fertig machen. Die wird ja immer besser. Also, die ist schon richtig dabei. Finde ich nicht schlecht. Und ich habe vorhin irgendwie was gesehen, dass hier kein Fisch mehr drin ist. Kein Wasser oder irgendwie keine Ahnung. Sehr skurril. Möchte ich jetzt mal beobachten, was da passiert. Ah, der Goldfisch ist anscheinend gestorben. Wir kaufen jetzt einfach einen neuen. Misty, wir nennen ihn einfach wieder Goldie. Und der Feind liest mal wieder. Können wir da eigentlich noch mehr? Nein. Goldie rausholen, Goldie füttern. Na, fütter doch mal deinen Goldie. Bubi-Juba! Bubi-Juba! Uhu! Ja, China, du bist ein bisschen durchgeknallt. Gut. Gut. Leute, was fällt euch auf? Wir hören hier auf einmal Zelda-Musik? What the heck hier? Hier ist unsere Anlage. Und, ich habe jetzt einfach mir so gedacht, dass ich... Man kann ja Custom Music sozusagen einfügen. Es heißt halt da Custom Music, benutzerdefinierte Musik. Und ich habe mir gedacht, wegen Content so, gebe ich einfach mal Game Music ein. Da ist alles dabei, Mario, Yoshi, Zelda, alles. Und es ist lustig, weil je näher wir rangehen zu der Anlage, desto lauter wird es logischerweise. Das haben die wirklich genial übernommen. Nicht schlecht. Und er denkt natürlich wieder hier ans Klo.
China, du tanzt richtig heiß, muss ich schon sagen. Du hast schon den ersten Preis in der Tasche. Oh mein Gott, Leute. Gut. Ich überlege noch ein paar Anlagen einfach so aufzustellen, damit man halt ein bisschen Musik hier in den Let's Plays hat, weil es ist halt nicht wirklich irgendwie was da, ne? Also, ja. So, wir versuchen gleich noch ein bisschen eine emotionale Bindung zwischen China und der Katze Chichi aufzubauen. Das muss uns auf jeden Fall gelingen, aber ich werde dann noch ein paar... What the heck, das war jetzt gerade genial, wie ich so durch den Spiegel gefahren bin. Das war cool. Okay, wir wollen ihn nicht weiter im Bad beobachten. Wir lassen ihm seine Privatsphäre, dem Final, weil sonst, ja. Und sie schafft ein Meisterwerk nach dem anderen. Genial. So, was haben wir denn eigentlich noch für Sachen? Ja, also, what the heck hier? Gut, das nächste Mal, also nicht, ich weiß nicht, ob es der nächste Part sein wird, aber irgendwann werde ich auf jeden Fall den Tommy erstellen. Der wird als nächstes drankommen, das ist sicher. Das werde ich auch machen, dass jetzt bald mal ein neuer Mitbewohner in unsere coole WG reinkommt. Und ja, so nach und nach kommen dann noch die anderen Tiere und alles. Und ja, ich wollte noch ein paar Anlagen reinbauen. Ich habe es auch jetzt schon länger nicht mehr gespielt, ich muss auch erstmal gucken. Was haben wir denn da? Wir suchen was Schönes, solche Audioviecher. Eigentlich reicht, wenn wir so ein kleines Teil irgendwo hinhängen. Also mal gucken. Wo ist denn da noch schön Platz? Wir könnten theoretisch hier eine hinbauen. Nein, wir könnten die getrost hier hin. Und dann könnten wir noch eine zum Beispiel hier hinstellen. Ist denn nur ein Beispiel, Leute. Wenn es euch nervt, die Musik, könnt ihr euch Bescheid sagen. Aber ich habe mir gedacht, dann wird es ein bisschen lebendiger hier. Gut. In der Küche, naja. Habt ihr eigentlich schon die neue Küche gesehen? Ich glaube nicht. Ich habe eine neue Küche eingebaut. Die ist grün. Warum nicht? Ich finde es irgendwie ganz schick. Und ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Vielleicht schon. Aber auf jeden Fall, ich finde das cool hier mit dieser Melone. Richtig genial. Gut. So, ich möchte mal kurz gucken. Wir müssen dann, denke ich mal, hier alles einschalten, oder was? Umschalten auf benutzerdefinierte Musik. Du, Super Mario Land. Juhu. Und hier ist die Anlage. Ach so, hier ist sie ja. Ich habe schon wieder Angst gehabt, dass der Dieb kam, weil ich meine Rechnungen nicht bezahlt hatte. Gut. Da gucken wir jetzt auch gleich mal nach. Also irgendwann, wenn wir alle 1000 Tiere haben, hier kommen auch natürlich auch noch Pferde rein. Obwohl ich natürlich in echt keine Tiere habe. Keine Pferde habe, mein Gott. Was rede ich da? Oh, sie hat wieder ein Meisterwerk gemacht. Dann wollen wir doch mal hier diese schöne Mona Lisa von mir aus betiteln. Wir machen einfach Like Mona Lisa. Yay. Gutes Titelviech. Und ja. Verkauf es einfach mal. So, Leute, wir wollen jetzt noch ein bisschen die Bindung zu der Katze aufbauen. Wir zoomen erstmal zur Katze, weil die ziemlich klein ist. Ach, die schläft gerade. Kirby-Musik haben wir hier. Also, ich finde persönlich, dass es nicht angehen kann, dass die kleine Chichi 24 Stunden schläft. Als Lieblingsschlafplatz markieren. So, komm, wechsel mal auf. Ach so, ich bin ja jetzt noch sie. Sieh, die Geierin hockt wieder am PC, diese Süchtige. So haben wir das dir aber nicht beigebracht, Madame. So geht das nicht. Ah, hier ist das Wesenbach. Spielen, jagen können wir. Los, jagt euch. Zuneigung, Hand beschnüffeln lassen. Man kann voll die süßen Sachen machen. Streicheln. Reden. Wir wollen jetzt halt voll das Vertrauen aufbauen. Damit sie so richtig, ja, zu unserer Familie einfach dazugehört. Das muss einfach sein. China, warum bewegst du dich keinen Zentimeter? Sie tanzt, oder was? Okay, sie hat Geistesgestörtheiten in sich. Warum rennt die Katze weg?
Ach, die haben nur ihr Spielchen gespielt. Die machen hier Jagen und weiß der Geier was. Okay, die haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, die beiden. Gut. Leute, das bedeutet jetzt nicht, dass die China die wahre Yoshina widerspiegelt. Nein, auf keinen Fall. So, ach, ist das goldig. Ich finde die Katze so süß. Schaut euch das denn an. Miau. Ich höre die Katze immer nur miau, miau. Wollen die das Jagen jetzt 10 Jahre lang machen, oder was ist los? China? Achso. Warum sind die im Bad? Das ist eine sehr gute Frage. Hm. Oh Gott, heul halt rum. Nein, jagen nicht, jagen nicht. Jagen ist lame. Final? Wo ist denn die Katze jetzt schon wieder? Ach, da. Zuneigung, Leckerchen geben. Reden mit der Katze am besten noch. Tier hochnehmen. Ich finde das so goldig, wenn sie das Tier hochnimmt. Schaut es euch an wie ein Baby. Oh, ist das süß. Du kannst sie doch ruhig nach oben lassen. Wir wollen ein bisschen nur, ihr wisst schon, ein bisschen Vertrauen aufbauen. Dann wird doch alles wieder gut. Oh, ist das süß. Oh, wie ein Baby, ja. Oh, süß. Die passen zusammen. Schmatzer geben kann man. Das sieht ähnlich. Das mache ich auch immer mit meiner Katze. Das ist wirklich so. Oh. Umarmen. Ach, was man alles machen kann. Oh. Ist das goldig. Wir machen noch ein paar Sachen, bla bla bla. So. Die Musik geht ja richtig ab, oder? Und ey, dieser Geier wieder, dieser Geier. Ja, jetzt wo ich Geier sage, dann steht er auf. Gut. So, was ist eigentlich mit euch los mit Berufen und alles? Heute ist ja Montag. Ich bin gar nicht in der Zeit. Die müssten eigentlich langsam auch mal schlafen gehen. Okay, also zu der Katze hat sie schon wirklich ein gutes Verhältnis. Dann müssen wir ihn jetzt auch mal, ja. Müssen wir das auch mal mit dem Final und mit der Chichi machen. Ba, ba, ba. Okay, Final, wo bist du mit der Katze? Ach, der Final schläft mal. Der Final schläft oben im ersten Stock. Als hätte er unten mit der China kein Apartment. Nein. Er schläft wieder separat. Das geht ja mal gar nicht. Und wo schläft sie? Gute Frage. Ach, sie malt wieder diese malverrückte Leute. Ja, okay. Ich würde sagen, für den... Hier läuft wieder eine ganz andere Musik, Mega Man. Ja. Eins meiner Lieblingslieder von Mega Man. Gut. Ja, apropos Mega Man. Der Tommy und ich, also er mit Taro Sama 7 und ich mit Miss China, was unsere beiden Musikkanäle sind, laden immer so Top 5 oder Top 3 Lieblingsmusikstücke hoch. Und wir haben gestern erst, ja, Top 3 Mega Man Musikstücke hochgeladen. Also ihr könnt gerne vorbeigucken. Und falls es euch so interessiert, was unsere Lieblingsstücke sind. Und ja, der Goldfisch, der lebt noch, der ist noch munter, wurde noch nicht von der Katze gefressen. Und ja, ich würde sagen, für den ersten Wiederpart war es das dann erstmal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!